Oh. Oho. Ja, wenn das nicht ein Secret ist, dann weiß ich auch nicht. Die Frage ist, war das ein Zeitspiel? Oh. Ja, er liest die Inschrift und rennt weg. Schön. Schön. Aha. Damit sind wir auf uns gestellt. Ist immer noch zu. Mensch! Ich glaube aber, hier ist tatsächlich der Levelwechsel, wenn mich nicht alles täuscht. Werden wir gleich sehen. Oh. Hi! Oder doch noch nicht. Oha. Das sieht irgendwie sehr nach Falle aus. Ich weiß auch nicht. Ihr habt doch bestimmt auch dieses ungute Gefühl. Dummerweise haben wir keine andere Wahl. Also irgendwas muss sich ja auch in diesem Raum verändern. Wahrscheinlich kommt Sand von oben, dass wir dann darüber kommen. Oh, da liegt noch ein kleines Medipack. Das hätte ich fast übersehen. Tut sich nichts weiter. Wir kommen auch so da hoch. Okay. Ah, wir müssen hier die Sanduhr einsetzen. So rum. Und dann kommt Sand von oben. Genau, das wird es sein. Ah, jetzt ist doch der Raum schon verändert. Okay. Ah, und das ist der Sand vor der Sphinx. Genau, jetzt kommen wir dann nämlich in die Sphinx rein. Okay. Ja, war ja klar. Kam da vielleicht ein kleines Medipack mit runtergerauscht? Ah, wahrscheinlich nicht. Da sind dann diese Gitter doch ein bisschen zu feinmaschig. Aber vielleicht ist jetzt die Tür offen. Aber selbst wenn, wäre das nur das vierte Geheimnis. Ich wusste, ich habe am Anfang eins übersehen. Mist, 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 Mist. Nee, ist immer noch zu. Auch das noch. Ach so, aber... Ah, wir konnten hier hochklettern. Aha. Okay, hier lohnt sich das noch nicht.
Damit wird das Gitter wahrscheinlich aufgehen. Okay, da liegt nichts. Da liegt auch nichts. Gut. Wie man auch einfach nichts hört. Toll. Genau, jetzt ist offen. Schön. Ja. Aber es ist halt nur das vierte Geheimnis, nicht das fünfte. Ah ja, genau. Jetzt sehen wir hier auch die Gitter. Hier hat sich aber nichts getan. Ja, da ist jetzt kein Rankommen mehr. Aber es ist eigentlich auch nicht so schlimm. So, das war, glaube ich, schon vorher soweit frei. Ja, ich glaube, jetzt ist aber wirklich Levelwechsel. Oder? Ja, das sieht mir doch ganz danach aus. Ja. Ja. Ja, das ist der nächste Level, die Grabkammer. Um den kümmern wir uns das nächste Mal. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen am Anfang mal rumsuchen. Ich glaube, hier sind wir ja schon... Nee, hier bin ich noch hier gewesen. Ach, genau. Vielleicht habe ich auch doch ganz am Anfang noch irgendwo was übersehen. Ich würde das ganz gerne noch onscreen zumindest finden. Okay. Es ist sehr, sehr peinlich, dass ich nachgucken muss, aber ich muss nachgucken. Es ist unschön. Naja. Dann ist es halt so. Ich meine, ich kann es jetzt, wenn es hier am Anfang war, würde ich sowieso nicht nochmal ins offizielle Spiel aufnehmen, denke ich. Obwohl mich das schon sehr wurmt, gleich am Anfang halt dann nicht alle Geheimnisse in der Statistik zu haben. Aber vielleicht habe ich ja Glück und ich erinnere mich falsch. Und es ist doch an einer anderen Stelle weiter hinten. Dann würde ich es vielleicht nochmal in die Statistik mit aufnehmen. Aber gilt natürlich als nicht gefundenes Geheimnis am Ende. Aber das ist so, so peinlich. Mann. Was hier irgendwo? Da oben? Nee, da ist auch nichts. Ich habe halt immer so das Gefühl, gleich finde ich es. Jeden Moment. Aber dem ist nicht so. Okay, na gut. Dann gibt es noch eine Level-End-Statistik.
Die holen wir uns jetzt mal noch schnell. Die ganzen Fallen. So, ja, 1,31, 6.700 Meter, 6.800 gerundet. Keine benutzten Midi-Packs, gefundene Secrets nur 12. Hm, ja, da gucke ich aber nochmal nach, auf jeden Fall, das reiche ich euch dann nach. Und dann sehen wir uns in der Grabkammer, eines meiner Lieblingslevel hier im Spiel. Und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich bis dahin auch nicht krank werde, weil sich gerade auch eine Erkältung anbahnt. Mal gucken. Ich hoffe, es war für euch jetzt nicht zu langatmig mit dem ganzen Rumprobieren und Rumgucken. Und ihr hattet trotzdem Spaß und seid so gehypt wie ich auf Tomb Raider 4. Ich freue mich total. Also dann, macht's gut und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, da bin ich wieder für das Secret. Ich habe euch und mich jetzt sehr lange gequält mit der Secret-Suche. Und es ist tatsächlich so, dass sich dieses Secret in diesem Raum befindet. Und zwar auch genau in diesem Zustand, in dem der Raum jetzt ist. Und ja, dann gucken wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen um. Ja, wir kommen jetzt hier nämlich hoch, okay. Und vielleicht ist es auch einfach dann jetzt hier. Ich war halt so darauf fixiert, dass das Secret da am Anfang ist, dass ich das gar nicht für voll genommen habe, die Option, dass das noch irgendwo anders sein könnte. Aber ich wollte jetzt halt auch nicht den ganzen Level absuchen, deswegen habe ich jetzt nur geguckt, wo in etwa das Secret ist. Vielleicht ist es doch nicht hier, weil jetzt hier geht's auch nicht weiter. Ja, okay, gut. Hätte ja sein können. Und dann ist es vielleicht doch hier irgendwo auf diesen Vorsprüngen. Ah, okay. Sieht aber auch nicht so aus. Ja, das ist das gleiche Problem, was wir eigentlich schon vorher hatten. Aber da ist es flach und da nicht. Es muss doch auch irgendeine Bewandtnis haben. Aber wir waren doch da jetzt schon oben. Da war nichts weiter. Ja, das sieht mir aber sehr nach einer Struktur aus, wo was sein könnte. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Oder kommen wir da doch von dem Schalter aus hin? Ja. Dass man da auch von der Seite aus noch hätte draufspringen müssen? Versuchen wir das nochmal. Aber es ist schon komisch nach wie vor, dass es dann da so flach ist. Quasi jetzt hier wieder so eine Art Secret im Secret.
ist schon irgendwie sehr gewagt. Ja, da drüben können wir stehen. Das versuchen wir mal. Das versuchen wir mal. Ah ja, ah ja. Okay. Ich glaube, dann sind wir jetzt hier auf dem besten Weg. Ja, ja. Oh Gott. Ja, okay. Gut. Danke. Da hinten liegt, glaube ich, noch ein Medipack. Ja. Gucken trotzdem nochmal in den Ecken. Ja, okay, da ist nichts weiter. Da ist auch nichts weiter. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Immer noch ganz schön hoch. Ah, okay. Gut. Okay. Sehr schön. Ja, das war das letzte Geheimnis, was ich jetzt hier so ewig lange gesucht habe. Okay, an der falschen Stelle. Ich werde nicht mehr an meiner Erinnerung trauen und an den entsprechenden Stellen suchen. Das ist die Moral aus der Geschichte, die ich jetzt hier draus ziehe. Sondern, ja. Ich werde einfach gucken, gut gucken, was auf dem Weg so alles liegt. Und dann versuchen, anhand dessen die ganzen Geheimnisse zu finden. So. Okay, wir gucken, können uns aber trotzdem auch noch unser Inventar angucken. 45 Fackeln, 12 kleines Medipacks, 6 großes Medipack. Und wir haben auch schon die Uzis mit 60 Uzi-Ammo, Gewehr mit 42 Schuss, Gewehr normal und 0 Schrot-Ammo. Das ist komisch. Eigentlich sollte, stand in dem anderen Guide, dass in diesem 5. Geheimnis auch Schrot-Ammo mit dabei sein sollte. Ah, komisch. Da muss ich doch noch, auch noch mal gucken. Ansonsten neue Statistik. Ich lese es jetzt nicht noch mal alles vor. Okay, so viel dazu. Dann noch mal, ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ah. Ah. Okay, so viel dazu.